Das waren alles kleine Schritte, die dazu führten, dass der Tourismus zu einem anerkannten Wirtschaftsfaktor auch geworden ist. Ich denke, es ist immer ein Prozess, der ist nie abgeschlossen. Man muss immer auf neue Trends reagieren und auch die Menschen, die daran arbeiten, die verantwortlich sind, sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Ansichten und von daher bedarf es immer neuer Anstrengungen, nicht nur das Niveau zu halten, sondern sich auf Neues einzustellen und damit zu sichern, dass Sachsen den Platz im Tourismus behält, den er jetzt einnimmt, nämlich einen Spitzenplatz. Sie erleben hier eine Region mit hoher Attraktivität in der Landschaft, Schönheit der Natur natürlich, aber auch mit sehr freundlichen Menschen und Gastgebern, mit einer Erlebniswelt, die auf engstem Raum eigentlich alles bereithält. Und dass dies jetzt nach 20 Jahren so festgestellt werden kann, ist ein Lob an alle und eben auch ein Grund, 20 Jahre Tourismus in Sachsen zu feiern.